Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Und ja, es ist kein Überleben-Endlos-Modus. Let's Play mit Tiny. Ganz genau, und Tiny ist auch wieder mit dabei. Ja, was ich Ihnen sagen wollte, wir spielen ganz normal weiter. Und zwar versuchen wir, die Erfolge alle freizuschalten. Das heißt, dieses Totastisch, Porzellanladen, was noch? Geerdet, kein Pilz unter uns und guten Morgen. Wir fangen an mit Totastisch, eine 10er-Serie in iZombie endlos erreichen. Ach, Kindergram, das schaffen wir bestimmt. Rätsel anklicken. Endlos. Nein, neues Spiel. Neues Spiel, ja, ganz sicher. So, wir versuchen jetzt hier mit den Zombies die Pflanzen kaputt zu machen, um die Gehirne zu fressen. Tiny, das müsste dir doch gefallen. Ja. Den Kleinen. Den Kleinen. Und wo soll ich den durchjagen? Ja, ganz schlecht. Die Pflanzen zerschießen uns doch. Wir müssen hier mindestens mal den durchjagen. Der zerfrisst jetzt die Doppelschusserbse. Hoffentlich rechtzeitig. Und jetzt frisst er da alles kaputt. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kriegen wir auch ein paar Sonnen. Wir, ja, seltsamerweise müssen wir die Pflanzen mit Sonnenpunkten losschicken. Das ist in der Xbox-Version, wo man gegeneinander spielen kann, nicht so. Die fressen, glaube ich, was anderes, nicht Sonnenenergie. Aber okay. Es muss ja irgendwo unrealistisch bleiben. Jetzt schicken wir erstmal hier einen Buddelzombie durch. Weil da nichts nach hinten schießt und wir dieses Dreier-Schießding weghaben wollen, weil das sehr unangenehm ist. Das hat zur Folge, dass wir dann nachher noch einen Wicht durchschicken müssen. Ach, ich hatte auch irgendwo gelesen, dass ich angeblich Dr. Zombos nicht vorgelesen hatte. Das muss ich natürlich kontrollieren und gleich nochmal gucken, dass ich den da doch vorlese. Aus dem Lexikon. Was? Die Sonnen können nicht schießen, wie im normalen Spiel auch. Und die anderen schießen nicht, weil die Buddelzombies von hinten kommen. Die machen genau das, warum wir sie hassen. Au. So, und dann jagen wir jetzt hier gekonnt den durch. Ja. Weil wir müssen eh einen durchjagen und da in den anderen beiden Reihen einfach zu viel rumläuft, was mich nervt. Machen wir das ganz einfach so. Na, ich bin gerade am Überlegen, wie wir ganz unten die Reihe wegbekommen. Ha. Ich könnte natürlich den Bungee-Zombie durchjagen. Und dann den Pylonen-Zombie. In der Hoffnung, dass das klappt. Aber ich glaube, das klappt nicht. Ich muss mindestens den Eimer-Zombie ganz unten durchjagen. Wegen dem Stachelkraut. Die Stachelkraut. Das kann nicht schießen. Los, los, heb deinen Finger. Nein, 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 nein. Schnell, lass noch mal einen hochkommen. Blöder Zombie. Nein, wir wollen die Sonne mitnehmen. Nein. Oh, bitte. Fress die Sonne. Nein. Schade. Uns fehlen jetzt wichtige Sonnenenergiepunkte, weil dieser blöde, hochnäsige Zombie gemeint hat, er müsste nicht an der Sonnenblume rumknabbern. Ja, wir machen erstmal das hier. Guck mal, wie cool, hä? Der hängt immer runter. Ja, deswegen hassen wir ihn ja normalerweise. Boah, lass mal hoffen, dass der es hier überlebt. Der bräuchte eigentlich keinen Eimer am Kopf, sondern an den Füßen, damit seine Schuhe nicht kaputt gelatscht werden. Wir kommen mit einem riesigen Plus ins nächste Level, das ist schon mal sehr, sehr gut. Oder was meinst du, Tiny? Die Buddelzombies haben nur einen Schuh und ein. Ja, du musst jetzt nicht modebewusst hier die Zombies kritisieren. Die Buddelzombies können sich halt leider keinen zweiten Schuh leisten. Die kriegen ja nie was von den Gehirnen ab. Die laufen immer in die falsche Richtung. Die sind halt so blöd. Deswegen haben sie auch nur einen Schuh. Juhu, gut gemacht. Aktuelle Serie 1. Ach, ich muss mal was versuchen.
Ja. Den Feuer. Ja, na toll, ich weiß natürlich nicht mehr, wie man schreibt. Egal. Ist jetzt auch egal. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir hier. Also die Mitte sieht schon mal sehr fies aus. Da sind nur Pflanzen, die angreifen können. Ein Magnetpilz ist oben in der zweiten Reihe. Was haben die für eine hammerharte Verteidigung hier aufgebaut? Nicht mal ein Bonus-Level, wo es fast nur Sonnen und Pilze gibt. Es gibt nämlich auch so ein Level, da sind fast nur Sonnenblumen und diese Angsthasenpilze. Ja, ein kleiner Fustepilz. Ja. Ich bin jetzt am Überlegen, was wir hier durchjagen. Nicht dagegen haben. Den Feuerbaum. Welchen Feuerbaum? Ganz unten der Baumstumpf, der brennende. Ja, der ist soweit sogar ganz gut, weil der taut die Eiserbsen, die da geschossen werden, auf und das sind normale Erbsen. Gut, dafür machen sie doppelten Schaden, aber... Weil Eiserbsen machen nur den halben Schaden von der normalen Erbse. Was jage ich denn jetzt hier durch? Ich bin unentschlossen. Und was meinst du, Tiny? Du musst den Feuerbaum erst fressen. Ja, theoretisch ja, aber praktisch muss ich da erst... ich will hier die ganzen Blöden in der Mitte eigentlich weg haben. Aber da ist auch ein Eis. Eiserbse, Knallerbse, wie auch immer dieses Eisding heißt. Ach. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich einfach mit dem Bungee-Zombie die Dingens hier wegklaue, die... den Magnetpilz. Den Pustepilz müssen wir nicht wegjagen, das kriegen wir anders hin. Mit welchen? Da überlasse ich mir was Schlaues einfallen. Lass den kleinen Pustepilz da. Nein, ich mach's jetzt so. Ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Los, fresst meine Zombies, fresst wie die Weltmeister. Oh, sehr gut. Zombies? Nein, es ging nach hinten los. Dieser Idiot beschwört die anderen. Ach, ich bin aber auch ein Vogel, ey. Ich habe ganz vergessen, dass sie den Magnet noch nicht weggeräumt haben. Wir können schon fast wieder vergessen. Mit so einem Kacklevel. Die hängen dann die Zombies mit einer Schnur hat. Wir machen das jetzt so. Den es wird schon schief gehen. Wir haben eh nur noch 125 Sonnen. Natürlich. Selber schießt man was. Den Eimer Zombie sein. Eimer weggenommen. Ach Gott, ey. Wir haben bis jetzt nur ein Gehirn und ist scheiße. Es ist einfach scheiße. Mit welchen jagen wir jetzt? Wir hauen jetzt erstmal hier einen Hinterwäldler-Zombie durch, der von hinten angreift. Hier unten müsste der Eimer-Zombie eigentlich durchkommen. Ja, wenn er nicht vorher einschläft. Ein Glück machen die Maisdinger nicht so viel Schaden. Wow! Oh, jetzt sind nur noch zwei da. Ja. Wir hauen einfach alle weg. Der kleine Pilz. So. So, jetzt schicken wir den Kleinen durch. Ach ja, das mit den Daisies scheint geklappt zu haben. Die Gänseblümchen, die ihr da auf der Wiese seht, das sind unsere Zombies, die gestorben sind. So, wir müssen ganz oben noch was durchjagen.
Und da jagen wir hier sowas Robustes durch. Hey, das ist unrealistisch. Der darf den gar nicht treffen. Der war in der Luft eben. Hast du das gesehen, Tani? Ja. Das. Betrug. Betrug. Aber wir haben gewonnen. Unser Buddelzombie hat die rechte Seite erreicht. Gut, ich glaube, das war nicht Ziel des Spiels. Ja, man beachte, wie schön unsere Gänseblümchen auch immer wieder verschwinden nach und nach. Wir müssen einfach mehr Zombies sterben lassen, merke ich schon. Unser Plus ist schon nicht mehr ganz so toll und wir haben noch 8 Dinger vor uns. Och. Och. Ach. Das ist ein ekliges Level. Ich hasse so ein Level. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ja, die fleischfressenden, die zombiefressenden Pflanzen, ja, die nerven mich. Wir müssen erstmal versuchen, hier irgendwas durchzuschicken. Pustepilze, es sind Pustepilze. Es gibt keine großen Pustepilze. Psst, sei still, wir müssen den Magneten zerstören. Also bei mir halten die Pilze nie so viel aus. Nein, nein, das soll er nicht. Er soll sterben, der Pilz. Wir wollen gewinnen. Diesmal sind wir die Zombies, Mann. Ach du Schande. Nein. Boah, das war jetzt eben knapp. Ich habe diesen blöden Stern da oben gar nicht gesehen. Der Stern schießt also auch hier dahin, wo die Walnuss ist. Wenn man so die Linie vor... Nee, da wo die Dreierblume ist, die Triplinator. Ach, ist wieder richtig schwer heute. Den da? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Oh, bitte lass es richtig sein. Wir haben einen Fehler gemacht, wir haben es falsch rum gemacht. Hätten es so rum machen müssen. Wenn er näher dran geht. Stell dich jetzt nicht da drauf, du bist ein Idiot. Ach komm, bitte, Mann, da muss doch wenigstens einer überleben. Beschwör neu herauf. Oh, sehr gut, sehr gut. Es ist nur noch für die eine Reihe was überlegen. Nein, für 2 Reihen noch, okay. Ich war zu vorlaut. Dieser Stern ist ganz schön hartnäckig. Wir haben keine Sonnenblumen mehr. Das heißt, wir haben verloren. Dann jagen wir wenigstens unseren Wicht noch in den Tod. Ja! Vielleicht haben wir Glück, der schafft es gerade so. Nein, schafft er nicht. Ja, nochmal. Wir müssen es ja schaffen. Guck dir die Level immer an, wie fies die sind. Ja. Vielleicht schaffen wir das diesmal. Ja, der frisst ihm die Blätter weg. Das soll er ja auch. Der schafft es leider hier unten nicht über die Stachelkräuter dann. Schön sitzen bleiben, wenn du so zappelst, fällst du noch runter. Guck, der schafft es jetzt nicht mehr, der stirbt jetzt wahrscheinlich. Aber wir haben wenigstens die Sonnen bekommen. Nein, der stirbt nicht. Der stirbt nicht. Meinst du? Aber gerade so Glück gehabt. Gerade so. Jetzt müssen wir uns was anderes Schlaues für die Mitte überlegen. Ich würde ja auch sagen, da schicken wir auch einen Pylon durch. Versuchen es einfach mal. Wir hoffen, dass es klappt. Es wäre die billigste Möglichkeit. Er hat den Feuerbaum gefressen. Baumstumpf. Es ist ein Baumstumpf. Er hat den Baumstumpf. Aufgefressen, der Pylon.
So, wir schicken den anderen erst durch, also schon durch, bevor der andere über... Da, er hat Blumen fallen gelassen. Siehst du es, da wo unser Zombie gestorben ist, liegen jetzt Blumen auf dem Rasen. Das ist traurig. Und jetzt haben sie auch noch coole Brillen. Wie die Blues Brothers. Na, so ähnlich. Was jagen wir denn jetzt oben noch durch? Richtige Knobelarbeit mit den Zombies. Ah, ich sehe schon. Mir ist gerade was richtig Tolles eingefallen. Da so viele Sonnenblumen sind in den Reihen. Ah, schnell, fress die Sonnenblumen. Das eine ist so blau. Denn dieser blöde Magnetpilz kann nicht zwei Dinger gleichzeitig angreifen. Das geht nicht. Blaue Blumen. Oh, da oben schicken wir lieber sicherheitshalber noch einen Wicht durch. So eine mit der Brille. Was für einen mit der Brille? Den. Hat jetzt eine. Der hat einen. Wir haben wieder viele Punkte verschwendet. Der Pilon hat. Wir müssen uns jetzt was Schlaues überlegen. Pilonbrille. Der Pilon-Zombie hat eine Pilonenbrille. Ich wusste gar nicht, dass es eine Pilonenbrille gibt. Aber man lernt nie aus. Eine Pilonenbrille. Was soll nochmal eine Pilonenbrille sein? Mit Rot und Rosa. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich mache. Schicke ich da jetzt zwei Pylonen-Zombies durch hier? Oder einen Stabhochsprung-Zombie und einen Pylonen-Zombie? Nein, jetzt habe ich mich verklickt. Auch ich könnte mich grün-blau ärgern. Ich habe mich verklickt. Und rot. Und der hat auch rot. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte... Der sollte... Ach, kacke. Mist. Jetzt haben wir 75 Punkte, Sonnenpunkte verschwendet. Ja. Ich will nicht reden. Ja, das Stachelkraut können wir jetzt nicht zerstören. Ich hoffe nur, dass mein Zombie da durchkommt. Also unser Zombie. Dann hätten wir 800 Punkte Bonus. Für die nächste Runde, das wäre schön. Ach, geschafft. Welch ein Glück. Also die erste Welle haben wir wieder mal geschafft. Mal sehen, wie lange es dauert, bis wir diesen blöden Eizombie geschafft haben. So, lauf ein bisschen schneller mit deinem einen Arm. Linke Hände werden eh so viel überschätzt. Na, das sieht doch nach einer netten Reihe aus. Dann schicken wir sich jetzt... Hier schicken wir das durch. Und warum ich nicht den Wicht durchschicke, seht ihr jetzt gerade, weil der Wicht wäre nach dem dritten Treffer von dieser Sternfrucht tot. Ja, der Matschkürbis. So. So. Wir müssen gucken. Hier jagen wir den Wicht durch auch. So, wenigstens kriegen wir hier viele Sonnen in dem Level. Das ist wenigstens schon mal was Gutes. Wer hat Hunger? Wer? Du musst schon einen Namen. Die zombiefressende Pflanze, ja? Naja. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Dann versuchen wir nochmal den Tanzzombie durchzujagen. Okay, das ist ein riesen Arschloch, dieser Tanzzombie. Der will uns einfach nur ärgern. Oh, was sind das für Drecksdinger? So schlecht. Wir jagen jetzt hier so einen durch. Und hier auch. Und zwar schnell. Das sind Gänseblümchen, keine Sonnenblumen. Was
das war eben... Traurig war das eben. Ein Kartoffelpuffer, ja. Nein, Quatsch. Ja, das war so eine Kartoffelmine. Ja. So, jetzt sammeln wir erstmal da oben die Sonnenpunkte auf. Der hat was gefressen. Ein Zombie gefressen. Und der hat ihn dann aufgefressen. So, jetzt müssen wir nur noch uns oben, ganz oben was überlegen. Und da bin ich am Überlegen, ob der Eimer-Zombie langt oder ob wir nicht lieber sicherheitshalber den Football-Zombie durchjagen. Den Pylon-Zombie, der langt nicht hier oben. Der langt nicht. Der überlebt das nicht. Eimer-Zombie oder ach, was soll's. Wird schon schief gehen. Oh, jetzt hat er ein... Hast du's gesehen? Der hat Butter auf dem Kopf, ja. Und jetzt nicht mehr. Jetzt wirft er Mais. Mais trifft ihn nicht. Doch, der Mais trifft ihn am Helm, aber es macht ihm nicht so viel Schaden. Ist halt ein amerikanischer Footballspieler, der braucht den Schutz. Richtige Rugby-Spieler, die brauchen das nicht. Ist ein Maiskatapult, kein Maiskürbis. Hey, du Maiskatapult! Warum? Was hast du gemacht? Ich hab ihn Mais auf den Helm geschießt. Geschossen. Geschossen. Ja, 2 Level geschafft. Wir sind die Besten. Und nur ein paar. Oh, die bleiben ja. Hab ich gar nicht gesehen, dass unsere Blumen auf dem Feld bleiben. Schon wieder so ein Level. Oh. Eklig, eklig, eklig. Wir müssen nicht. Die. Wir müssen vor allen Dingen erstmal das tun. Warte mal, nicht so zappeln. Ach, Mist. Ich habe übersehen, dass dieses blöde Sprungblatt da ist. Ach, so ein Dreck. Ja, ich habe das Sprungblatt nicht gesehen. Und wenn ich das Sprungblatt nicht sehe, dann sehe ich auch nicht, dass der Sprungzombie, also der Bungee-Zombie abgelenkt wird, weil ich nicht mehr hinschaue, wenn ich ihn losgeschickt habe. Das ist blöd. Wir jagen hier den mal durch. Der kann nämlich die Punkte sammeln. Hey, was soll das? Ich hab... Ach! Ich wollte die bloßen... Es geht alles schief, was schief gehen kann. So ein Mist, ey. Und Peng. Nix Sinnvolles hier. Moment, wir müssen erstmal hier durchjagen. Der kann hüpfen. Ja, ich weiß, dass er hüpfen kann. Friss nicht die Sonnenblume. Doch, ja. Die muss er fressen. Erzähl nicht immer so einen Unsinn. Wir wollen gewinnen. Er muss die Sonnenblume fressen. Und die jagen den Pylonen-Zombie durch. Der pustet zu Wind. So, ein Gehirn haben wir schon mal in der Tasche. Ja, auf mich zu treten, Mann. Das macht mich ja ganz wahnsinnig. Da ist kein Wasser dabei. Wir sind jetzt die Zombies. Ja, wir sind die Zombies. Nein, wir gewinnen eben nicht. Wir müssen... Erst noch die letzten 3 Reihen zerstören. Wir machen es gerade mal so. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das. Ja, der hilft ihm jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Der Kleine ist nämlich schnell.
Wie oft schießt der noch Butter, bitte? Wenn ich die Dinger habe, schießen die fast nie Butter. Nie Butter. Das ist aber auch Dreck. Das ist totaler Dreck ist das. Der Bandit-Zombie muss den auch noch wegnehmen. Der Bungee-Zombie, den da. Nee, wir müssen ja einfach einen anderen. Wir können eigentlich den durchjagen. Wenn der es nicht schafft, der hilft einfach über den drüber. Über den Stab? Über das Maisding. Wir müssen erstmal sowas machen, um dann sowas zu machen. So, jetzt fehlen uns nur noch zwei Gehirne. Theoretisch eins, weil der Eimer-Zombie ist ja auf jeden Fall durch. Jetzt kriegen wir wenigstens noch ein paar Sonnen fürs nächste Level, aber schon wieder viel zu wenig Sonnen. Und dann verklicke ich mich auch noch immer. Eieiei. Wenn ihr das jemals versucht, macht's besser. Verklickt euch nicht. Seid viel konzentrierter. So schaffen wir nie eine 10er-Serie. Ich habe schon mal eine 12er-Serie geschafft, das nutzt mir nur nichts. Weil das war, bevor ich das Spiel neu installiert habe. Bevor es diese Errungenschaften gab. So ein Dreck. Seinen kahlen Schädel. Doch, der hat doch kaum noch Haare. Sagt er nicht, nein, der hat doch kaum noch Haare. Wenigstens, jetzt gibt's einen Saphir. Oder? Yeah. Immer nach 3 Leveln gibt es, glaube ich, also alle 3 Level gibt es, glaube ich, einen Saphir als Belohnung. Was sind denn das für Level? Schon wieder so ultra schwer. Okay. Geh da weg. Das macht mir keinen Spaß. Vielleicht haben wir Glück und wir können hier wenigstens ein bisschen was robben. So viel zum wegen, von wegen Glück. Der wird von den kleinen. Ich muss erstmal den hier besiegen, vor allen Dingen. Diesen 3 Schießenden, der nervt mich total. Der 1, 2, dann hilf ihm deine Freunde. Vielleicht haben wir ganz Glück und ganz oben gehen der Matschkürbis und die Kartoffel zusammen kaputt. Das wäre optimal. Wessen Freunde helfen wem? Welcher Liebe? Ja. Welcher? Sag doch mal einen Namen. Ja. Ach so, du meinst die Knallerbse in der Mitte. Nee, die Doppel... Wie heißt die? Doppelkopferbse? Naja, du meinst der so böse guckt und der lieb guckt. Ja, das ist alles blöde. Und das mit uns. So, wir haben bis jetzt noch keine Sonne bekommen. Keine. Ja. Also, nee, Quatsch, kein Gehirn. Nur Sonne. Wenigstens ist jetzt. So. So, jetzt versuchen wir hier unser Glück mit dem Dings-Zombie. Müsste eigentlich ganz gut klappen, so wie ich mir das gedacht habe. Es fehlt halt nur noch ein Zombie für die Reihe hier. Das müsste der, glaube ich, schaffen. Hier jagen wir erstmal den hier durch. Kurze Zeit später dann seinen Kumpel. Und wir sollten die Sonnenpunkte uns schnappen. Jetzt jagen wir den durch. So, die Münzen nicht vergessen aufzusammeln. Der Kartoffel. Oh, geschafft. Wir haben es geschafft. Und dann die Mais. Erst die Kartoffel weg. Ach so, ja. Das ist so ein Fehler, den man selber auch in seiner eigenen Verteidigung beachten sollte. Nie einen Matschkürbis direkt hinter eine Kartoffelmine setzen, weil die Kartoffelmine geht gleichzeitig mit dem Matschkürbis hoch. Und das ist ein ideales Level für
Für diese hier. Und warum, das zeige ich euch jetzt. So macht das Spaß. Vor allen Dingen. Das sind alle Leichtblätter. Na, ich lasse sie erstmal weiterarbeiten. Ich hätte eigentlich. Ich habe falsch gesetzt, merke ich gerade. Ich hätte in die zweite Reihe von oben, in die zweite Reihe von unten setzen müssen. So, der muss hier die restlichen Sonnenblumen noch fressen. Jetzt habe ich alle Sonnenblumen aufgesammelt in diesem Level. Und jetzt sehe ich, warum ich einen Fehler gemacht habe. Aber ich hatte am Anfang eh nicht genug Punkte, um es hätte schaffen zu können. Warte, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das noch schaffe. Wen die ganzen. Welches drauf? Ach so, du meinst die ganzen Sonnen, die ganzen Gänseblümchen? Ja, die armen Zombies. Tut mir auch leid. Aber ich glaube, wir schaffen das hier nicht mehr ordentlich. Boah. Doch! Der ist aus Matsch geworden. Der ist zu much geworden. Bitte. Too much. Der hat den kleinen. Wenn wir jetzt die ganzen kleinen da durchjagen, sind das 50, 100, 150, 200 plus 275. Und da unten nochmal 50, 100, 350. Okay. Ja, ja. Ist schon lustig, hä? Ja. Nein, das ist nicht. Oh, den Kleinen gefressen. Wer hat welchen Kleinen gefressen? Der. Ja, der sollte ihn noch fressen, aber komischerweise hängt so ein riesiger. Guck, was für ein riesiger Arm raushängt, obwohl er nur den Kleinen gefressen hat bei der fleischfressenden Pflanze. Zombie-fressende Pflanze, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich weiß, dass Zombie auch aus Fleisch bestehen, aber eher so Gammelfleisch. Naja. Fleisch. Fleisch mit F. Fleisch. Ganz genau. Der frisst ihn jetzt. Ja, der frisst ihn jetzt. Jetzt haben wir das Level geschafft. Aber wir haben nur 300 Sonnen fürs nächste Level. Das ist jetzt sehr wenig. Ich hoffe auf ein Level mit ganz vielen Angsthasenpilzen. Oh, das wär der Jackpot. Vor allem, weil ich weiß, dass es gibt. Juhu, gut gemacht. Wir haben gewonnen. Nein, gewonnen haben wir, wenn wir 10 haben. Dann kriegen wir nämlich eine Trophäe. Guck dir das an. Was ist das schon wieder für eine Hundsgemeine? Ach, das gibt es doch nicht. Da sind nur 4 Sonnenblumenpflanzen. 4 Sonnenblumenpflanzen nur. Und das ist so eine heftige Verteidigung. Das ist schon wieder total fies. So, jetzt müssen wir hier den durchjagen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Wir haben nämlich eh nicht mehr viel Sonne übrig. Der Bull mit seinem Ei. Mit seinem kaputten Bullhelm sich da unten rum. Ja, natürlich. Was soll er sonst machen, außer mit seinem kaputten Helm arbeiten? Er hat ja gar keinen ganzen Arm mehr. Ganzen Helm, nicht ganzen Arm. Ich komme nicht. Oh je, was mache ich denn nun? In der Mitte wäre so ein Durchbuddel-Zombie blöde, weil da eine Kartoffelmine ist. Aber hier würde er sich rentieren. Da ging's. Und in der Mitte weiß ich noch gar nicht, was ich machen soll. Ich versuch's mal mit dem Pylonen-Zombie in der Hoffnung, dass es klappt. Der stirbt ja eh bei der Kartoffelmine. Das ist eine Kartoffelmine, die da jetzt ist.
In der Reihe doch. Was? Die Butter macht auch Schaden? Ich wusste gar nicht, dass die Butter auch Schaden macht. Und bumm. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein paar Sonnenpunkte. Aber es wird immer weniger. Ja, Blumen. Unser erster Zombie ist hier in dem Level gestorben. Nicht schön, es ist nie schön, wenn man jemanden verliert. Da müssen wir den noch durchjagen. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und hier noch den. Und hier oben versuchen wir mal mit einem Eimer-Zombie durchzukommen. Ich hoffe, das langt. Was knurrst du denn schon wieder rum? Red ordentlich oder lass es. Mann, 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 Mann. Bitte, bitte lass es klappen. Bitte lass es klappen. Es wäre so schön, wenn es jetzt funktionieren würde. Naja, wir werden es gleich merken. Ach, geschafft. Jetzt gibt es wieder einen Saphir. Und die sind nur noch vier. Nein, es gibt Schokolade. Wie blöd. Ich will lieber einen Saphir haben. Oder eine Pflanze. Och, die wollen mich doch verarschen. Ja, es gibt ja... So viele Grüne und so viele Eis. Genau. Und nur zwei Sonnenblumen. Wie soll denn das funktionieren? Das ist ja okay, wenn es ein Level vorher gab mit vielen, aber... Ja, ganz viele Pilze, das stimmt. Ja, was soll's. Wir haben eh keine Chance. Wir haben eh keine Chance. Null Chance. Wie sollen wir das schaffen? Wieder ein Versuch, der in die Hose ging. Ja, der Zombie. Warum? Wir versuchen es trotzdem nochmal hier mit dem. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber hey. Ich glaube, das Spiel ist schwerer geworden. Bei der alten Version war es nicht so schwer. Da hat man eher mal so ein blödes Level gekriegt mit 8 Sonnenblumen drinne und jetzt mit 2 Sonnenblumen ist schon äußerst heftig. Ja, ich weiß, die sterben andauernd, die sterben wie die Fliegen, sagt man so schön. Was? Wenn man was tötet? Wenn man Wespen tötet. Wespen? Ja, wenn man Wespen tötet, sind sie tot. Warum sollten sie auch lebendig sein, wenn man sie tötet? Dann lassen sie keine... Egal. Die haben es jetzt eh wahrscheinlich wieder mal nicht geschafft. Naja. Ja, die werden auch gleich zu Gänseblümchen. Guckst du dir an, was da hier für ein Beschuss ist. Doppelt, also Duplinatoren und Eisblumen und ach. Ja, ich weiß, ich sehe es. Der eine läuft jetzt noch durch. Vielleicht schafft das gerade noch so ein paar Sonnenblumen zu kriegen und das zweite Gehirn zu holen. Aber alle 5 Gehirne kriegen wir hier auf keinen Fall in dem Level. Buddelzombie. Wir versuchen jetzt wenigstens noch mal ein paar Punkte rauszuholen, indem wir den Buddelzombie durchjagen. Du traust dich nicht. Ach, herrje. Schade, schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir noch mehr erreichen als das, was wir jetzt erreicht haben. Ach, es ist aber auch verdammt schwer, finde ich. Oder ich mache immer Fehler wie, ich verklick mich und schick einen Bungee-Zombie los, der nur 120 Sonnen kostet. So. Wir haben zwar noch 25 Sonnen, aber dafür können wir uns nicht mal ein Eis kaufen. Würde wahrscheinlich auch gleich schmelzen. Gut, dann, ja.
Wieder ein Versuch für den Ofen. Ah, müssen wir jetzt wirklich warten, bis der Zombie noch nach rechts gelaufen ist. Lauf schneller. Ja, schön, ihm zuzusehen, wie er rüber stolpert. Über den Rasen. Mit seinen rumgedrehten Beinen. Au. Muss bestimmt wehtun. Also, im wirklichen Leben als Zombie ist einem ja bestimmt egal. Und wir haben verloren. Los, komm schon. Zeig mir die Nachricht. Ja. Ja, nochmal, jetzt nicht. Naja, gut. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.